Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autoforie, heute mit dem 2017er Mazda 2. Woran lässt sich erkennen, dass es der neue, also der 2017er Mazda 2 ist? An dieser grauen Strebe etwa oder auch an der neuen Farbe Matrix Grau Metallic, haben wir schon gesehen beim MX-5 RF. Es gibt auch noch zwei neue Farben, allerdings ist beispielsweise Karmesinrot für ein Sondermodell vorbehalten. Bei den Felgen haben wir noch einen leichten Gunmetal-Effekt mit einem leichten Silberfinish dazu in dieser 16 Zoll Version. Ansonsten Maße, Design, alles gleich geblieben, Kofferraum gleich geblieben, Motoren als solches eigentlich auch gleich geblieben. Abgesehen vom Diesel, da haben wir den Natural Sound Smoother drin, also diesen kleinen Kolben im Kolben, dieses kleine Gegenpendel und eine Frequency Control, die gewisse Frequenzen aus dem Diesel herausfiltert. Haben wir jetzt in diesem Modell noch gar nicht erfahren, aber schon in anderen Mazda-Modellen mit dieser Technik erfahren. Und ja, es nimmt deutlich von den typischen Dieselgeräuschen zurück. Was allerdings in allen Mazda 2 Modellen jetzt mit dabei ist, ist GVC, G-Vectoring Control. System kennt ihr also schon, wenn ihr die letzten Mazda-Videos kennt. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Am Motormanagement nimmt die Software schon vorher Antriebsmomente weg, bevor sie überhaupt am Rad ankommt, um dementsprechend die Vorderachse quasi zu belasten, damit die Vorderräder mehr Traktion haben und wir haben dadurch ein besseres, direkteres Lenkgefühl. Innerhalb der Kurve wird das Ganze dann wieder entlastet und wir haben mehr Traktion und mehr Auflagefläche vom Reifen auf den Hinterrädern. Das merkt man als Fahrer eigentlich kaum, es sei denn, man vergleicht den neuen Mazda 2 mit dem alten Mazda 2. Ja, auch hier hinten sieht er genauso aus wie vorher, aber wir haben eine verbesserte Radaufhängung, eine überarbeitete Lenkung und was ganz wichtig ist beim Mazda 2, aber eigentlich jetzt nicht unbedingt so wichtig gewesen wäre, aber in dieser Klasse wichtig ist, mehr Dämmung, das heißt noch mehr Komfort im Innenraum. Auch wenn es heute etwas flotter zur Sache geht, dieser Check darf, glaube ich, nicht fehlen, auch bei einem Kleinwagen. Fahrersitz ist auf meine Fahrgröße von 1,80 eingestellt. Platz an den Knien habe ich ehrlich gesagt genug. Es kann hier auch noch ein bisschen reingedehnt werden. Allerdings nehme ich an, bemerkt das der Fahrer. Kopftechnisch habe ich noch eine Handfläche genau Platz. Es reicht aber aus und wir können hier auch theoretisch zu dritt sitzen. Wir sehen jetzt quasi an der Rückseite des Fahrersitzes ein ganz schickes Detail, nämlich die neuen Ledersitze im Mazda 2, die sind auch neu mit dem 2017er Modelljahr, haben rückseitig so eine schöne aubergine, dunkel weinrote, braune Lederoberfläche. Und ganz ehrlich, das sieht richtig, richtig schick aus. Weiter mit dem Cockpit, neues Lenkrad, neues Tastenlayout und auch hier wieder ein Head-Up-Display, das in dieser kleinen Plexiglasscheibe nach oben fährt. An sich sehen wir hier noch mehr von diesen Lederdetails, wenn wir das Leder dazu bestellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für so einen Kleinwagen wirkt das jetzt ziemlich hochwertig. Auch mit diesem neuen, wirklich ein bisschen dickeren Lenkrad, das fühlt sich alles sehr hochwertig an. Das Leder, Kunstleder, ist natürlich optional, aber wirkt auch sehr schön dadurch, dass es insgesamt drei Farben hat. Außen dieses braun-aubergine, schimmernde, wirklich sehr schick. Dann die Leder ganz normal. Fläche in Schwarz und die Mittelbahn in diesem Alcantara Wildleder Optik. Alles sehr viel besser als beim Vorgänger. Lässt sich natürlich Mazda allerdings auch mit ein bisschen Aufpreis bezahlen. Kleines Feature übrigens beim Mazda 2, was wirklich einzigartig eigentlich in der Klasse ist. Das Lenkrad ist in viele Richtungen verschiebbar. Aber kommen wir zu den Verbesserungen. Man hat die Dämmung erhöht, man hat die Heckscheibe etwas dicker gestaltet, man hat die Dämmung in den Türvertafelungen und auch Richtung Kofferraum etwas ausgefüllt. Das schauen wir uns gleich noch auf der Autobahn an. Wir haben jetzt hier 90 PS, 148 Newtonmeter Drehmoment, also im Prinzip das Fahrzeug, das ich euch auch schon mal vorgestellt habe, bevor es gefaceliftet wurde. Dementsprechend auch der Verweis auf dieses Video. Hier geht es wirklich nur um die Verbesserungen. Auch hier haben wir nun das farbige Head-Up-Display, das im Prinzip die Verkehrszeichen schneller erkennen soll, wie auch im CX-3 von Modelljahr 2017. Und weiter im Prinzip GVC. Und all das schauen wir uns jetzt mal auf der Autobahn an, denn im Prinzip so wie der 90 PS Benziner fährt, haben wir schon eruiert in dem bisherigen Review. Und jetzt geht es mal wirklich darum, was kann diese verbesserte Geräuschstimmung, merkt man da wirklich was? Was kann GVC, merkt man da irgendwo was? Denn
Der Mazda 2 bringt es gerade mal auf knapp eine Tonne und ist ein sehr agiles, sehr spaßiges Fahrzeug, das, wiederum der Punkt, wir haben ja veränderte Dämpfer-Settings, verändertes Fahrwerk, mit der Hinterachse immer so ein bisschen mitspringt. Das ist, ich finde es sehr unterhaltsam. Sicherheitsaspektmäßig ist vielleicht nicht ganz so top, deswegen bin ich mal gespannt, wahrscheinlich haben sie da ein bisschen was verändert. Also man merkt GVC jetzt hier aktuell in dieser Verfassung, finde ich noch nicht. Da hat man es im CX-3 mehr gemerkt, der Mazda 2 liegt einfach auch wie ein Brett. Und jetzt mal ein Test, der glaube ich doch mit dem 90 PS Benziner ganz wichtig ist. Vierter Gang auf die Autobahn drauf, bei aktuell 80 km/h, voll durchtreten und warten, was kommt. 90, 100, 110, 120, 130. Also ich finde, es reicht wirklich aus, um mit diesem im Prinzip kleinen Stadtauto oder Kleinwagen einfach mal flott auf die Autobahn zu fahren im vierten Gang. Also da hätte man jetzt auch in dritten Gang schalten können, hätte man ein bisschen flotteren Vortrieb gehabt, aber sei es drum. Jetzt aber zu der Geräuschdämmung. Wir sind jetzt aktuell bei 140 km/h. Ich nehme an, ihr bekommt es mit. Ich muss etwas lauter sprechen. Ich habe das Gefühl, ich bekomme von vorne immer noch sehr viel Geräusche mit, hauptsächlich durch die Außenspiegel. Aber von hinten habe ich das Gefühl, nur so ein Rauschen zu haben. Also man merkt im Prinzip, die Dämmung ist hinten verbessert worden, vorne bekomme ich immer noch viel Windgeräusche, bekomme ich immer noch viel so direkt von den Scheiben ab, an Vibrationen, an Geräuschentwicklung, aber so von hinten kommt nichts. Da müsste man natürlich sich mal in den Fond reinsetzen und sagen, wie es da ist. Ist jetzt aktuell logistisch etwas schwierig, aber ich finde, ja, man merkt schon, da ist was verbessert worden. GVC hat ja auch die Eigenschaft, bei Lastwechseln einfach mal sehr entspannt zu reagieren. Das heißt, wir haben sehr geringen Lenkaufwand, einfach dadurch, dass Motor im Moment weggenommen wird. Man merkt das im Prinzip kaum, eigentlich gar nicht. Nur wenn man wirklich beide Autos direkt nebeneinander vergleicht. Ansonsten merkt man nur diese leichter gewordene Lenkarbeit und die präzisere Lenkarbeit, die man hier verrichten kann. Gut, wenn man es nicht direkt weiß, dann fällt es vielleicht nicht ganz so auf, dass der 2017er Mazda 2 in gewissen Punkten verbessert worden ist gegenüber seinem Vorgänger. Aber wenn man die beiden gegenüberstellen würde, dann würde man es auf jeden Fall merken, dass dieser hier deutlich komfortabler und geräuscharmer geworden ist. Das war es auch schon mit dem sehr kurzen und knackigen Video zum Mazda 2 von 2017. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, einen guten Eindruck gegeben, was jetzt genau hier verändert wurde im Vergleich zum Vorgänger. Und sollte euch das Ganze gefallen haben, dann belohnt uns das Ganze mit einem Daumen nach oben. Lasst uns auch ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr über neueste Videos informiert werdet. Dann sehen wir uns nämlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.